Das Wichtigste erstmal, ihr habt das Ding gewonnen. Wie hast du das Spiel gesehen? Ja, muss ich sagen, das war ein ganz schweres Spiel für uns. Ja, wir haben nicht so gut gedeckt heute. Und ja, wir haben gesagt, das ist das Wichtigste, wir haben das 2 Punkte geholt. Und ja, mit diesem Publikum und so hat viel geholfen Ende und Glück hat alles gut geklappt. Wir wollen ja jetzt auch nicht zu negativ sein. Man kann ja nicht jedes Spiel so überragend spielen. Es gibt mal Spiele, die laufen nicht so. Ihr hattet auch eine Länderspielpause, konntet natürlich nicht alle zusammen trainieren. Aber was waren aus deiner Sicht jetzt die Punkte, die heute außer der Deckung, vielleicht auch im Angriff vorne, nicht so gut funktioniert haben? Ich glaube, wir haben 30 Tore gemacht. Dann finde der Angriff ist ganz okay. Aber in Deckung, wir haben so viele Fehler gemacht. Wir haben nicht richtig gut gedeckt und ja. Wir haben jetzt auch gesagt, dass wir eine Länderpause gehabt und so. Wir haben nicht so gut vorbereitet das Spiel. Oder wir haben probiert, zum Maximum zu geben, was war möglich. Aber ich muss auch große Kompliment für Norton machen, dass sie haben gut gemacht heute. Und ja, wir müssen glücklich sein, dass wir am Ende diese 2 Punkte geholt haben. Ist das auch wieder so ein Zeichen, dass diese Liga eben nicht nur dann so schwer ist, wenn man gegen die Rhein-Neckar-Löwen spielt, wenn man gegen Melsungen spielt oder wenn man auch gegen Kiel oder Flensburg spielt, sondern dass jeder in dieser Liga wirklich stark ist und man niemanden unterschätzen darf? Ja, ich glaube, jeder weiß, dass hier das ist die stärkste Liga und wenn du gehst mit nur 50% zu spielen oder 70%, dann verlierst du das Spiel und das zeigt auch heute, dann wir kämpfen bis Ende und Norton auch und ja, wir haben gesagt, dass Liga ist richtig hart und jeder kann jeder gewinnen und heute müssen wir glücklich sein, dass wir Ende haben das Spiel zu uns gedreht. Ich glaube, das sind wir auch, oder? Weil wir weiter an der Tabellenspitze stehen. Das ist nochmal ein großer Applaus. So, jetzt wollen wir die Möglichkeit nochmal geben, auch mal von euch vielleicht Fragen zu stellen an Maid zum heutigen Spiel allgemein, zu den Recken und der Mannschaft. Hat jemand eine Frage an Maid Patrei? Er darf sich jetzt ruhig melden. Also du bist heute schnell entlassen. Danke dir, dass du da warst und ja, Glückwunsch nochmal. Es war wieder sehr, sehr spannend, aber auch sehr, sehr schön am Ende. Es macht sehr viel Spaß mit euch gerade. Vielen, vielen Dank. Dankeschön.